Hallo zusammen, mein Name ist Christian Schlegel. Es ist Mittwoch, der 11.11. Hello, Alaaf nach Halama. Wir haben 7.23 Uhr. In dem kleinen Clip geht es um den Nasdaq. Habe ich jetzt auch schon zwei, drei Wochen nicht mehr gemacht. Und der verhält sich momentan so, wie er nicht sollte. Verglichen mit allen anderen Märkten ist er deutlich schwächer, weil die ganzen Tech-Werte momentan nicht gekauft werden. Und im Hinblick auf eine eventuelle Lösung von der Pandemie natürlich so Werte wie Amazon oder Netflix darunter auch leiden. Wie sieht's aus? Das ist der Chart hier für euch. Eine Kerze, ein Tag. Hier ist die 200-Tage-Linie. Ich mache es mal insgesamt ein bisschen größer. Wir haben so eine Art Dreifach-Top hier. Da. Wir sind seit Montag schon ordentlich gefallen. Hier am oberen Band nur leicht das letzte Hoch überboten, aber nicht mit Schlusskurs. Und handeln momentan hier an der 20-Tage-Linie, beziehungsweise haben genau drauf geschlossen, auf die 10-Tage-Linie aufgesetzt gestern Abend und auf der 20-Tage-Linie geschlossen. Jetzt muss ich die 200-Tage-Linie ein bisschen hochholen. Von den Bändern her, die gehen etwas zusammen, verspricht es, und davon gehe ich insgesamt aus für alle Werte weltweit, dass die implizite Volatilität etwas zurückgeht. Die Optionen sind teilweise viel zu hoch bewertet. Die haben bei manchen Werten eine Volatilität von an die 80. Also das ist eine Volatilität oder eine Option, die ich niemals kaufen würde, ist viel zu hoch. Wir sind negativ über das MACD. Ja, lang, kurz, kurz. Also jetzt schon Verkaufssignal. Und das wird bestätigt von dem Verkaufssignal über die tägliche Stochastik. Also davon, wenn ich das völlig neutral betrachte, muss der Wert mindestens nochmal hier runtergehen auf das untere Band, so in dem Bereich bei 11.000, ja, 11.015. Also ich kann da im Moment nichts Gutes finden. Das einzige Gute ist, dass wir die Unterstützung bei der 20-Tage-Linie benutzt haben. Ich werde erst positiv. Nicht nur, wenn wir diese Kerze hier rausnehmen, sondern wenn wir wirklich ein neues High machen. Da sind wir so bei 12.426. Dann werde ich positiv. Im Moment ist er bei mir neutral mit, sagen wir mal, einer 60-40 Chance weiter nach unten abzugleiten. Sehr aufpassen muss man, wenn man dieses Niveau hier unterbietet. Das sind die 10.958, denn wenn das passiert, ist das hier die allerletzte Make-or-Break-Line und da sind wir im Bereich 10.700. Ich gehe momentan das nicht long. Das ist mir zu heiß, zu viele negative Sachen, Bänder gehen zusammen, hier geht's runter und auch über den Oszillator. Ich kann hier nicht long gehen. Wenn ich long gehen will, muss ich noch warten, da kann ich auch noch warten, mehrere Tage, aber tendenziell eher short. Ich habe folgenden Schein hier rausgesucht. Und zwar, das ist ein 10.842. 10.842, da sind wir hier, wo jetzt die Maus ist. Der Hintergrund ist der, es kann sein, dass er hier bis runter geht und dann hier sogar hält. Das ist gut möglich. Aber wenn der sich hier unter der 10.940 nochmal 20 Punkte nach unten verabschiedet und schließt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir diesen Bereich hier sehen, recht groß. Deswegen nehme ich also einen 10.842er, weil den möchte ich schon schließen, spätestens wenn wir hier die 10.958 mit 20 Punkten unterboten haben. Also bei 10.940 rum muss der Schein raus. Aber nochmal, ich wüsste nicht, warum ich den momentan kaufen sollte, aber ich packe ihn auf die Watchlist. Das ist dieser hier, 10.842 mit der Kennnummer GF5. WD7, Gustav Friedrich 5, Waltraud Dora 7. Beim Put ist die ganze Geschichte relativ einfach. Der muss hier hinter. Das wäre mir jetzt zu heiß, den hier hinter zu setzen. Ja, ich möchte ihn hinter das All-Time-High setzen, also hinter die 12.426. Und da kommt mir der hier ziemlich zu Pass. Das ist ein 14er Hebel, ist relativ weit weg, also eine, wie ich das immer nenne, eine gemütliche Option. 10.506 und das hat von Goldman die Kennnummer, ist ein Open-End-Schein, GC9AHJ, Gustav Cäsar 9, Anton Heinrich Joker. Da sind wir also hier hinter. 10.506, da sind wir hier, wo jetzt die Maus ist, da. Also auch noch hinter dem ehemaligen All-Time-High. Ja, der wird bei mir dann gestoppt, wenn wir wirklich das hier überbieten. Meiner Meinung nach hat der Put momentan die besseren Chancen. Ich sehe mehr Risiko als Potenzial kurzfristig. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.